zur Schule war an für sich immer ein angenehmer Weg. Auch wenn wir schon damals im Krieg lebten, im Zweiten Weltkrieg waren, aber es war noch nicht so gefährlich, dass man sagen musste, wir mussten da von der Straße verschwinden, wenn irgendwelch Fliegeralarm oder sonst dergleichen was war. Oder die Bombengeschwader über unsere Region geflogen sind. Wenn wir von der Schule über den Marktplatz marschiert sind und die Soldaten, die dann von den Schießständen draus kamen und wieder zurück in die Kaserne gingen, dann haben wir uns immer da eingeklinkt und die haben uns in der Hand genommen und haben uns so 100 Meter mitgeführt und dann haben sie uns wieder springen lassen. Das war für uns einfach ein besonderes Erlebnis. Und da hat auch kein Feldwebel oder ein Kommandeur oder sonst irgendwas dagegen gehabt. Die Kinder wurden dann immer, es ging meiner Schwester genauso, die wurden dann alle in der Hand geführt, durfte ein Stück mitmarschieren, laufen. Und dann haben wir uns wieder feige gegeben, sagen wir mal so. Es war immer während der Zeit im Heller Weg. Wir hatten zwar einen Luftschutzkeller, aber wir Kinder waren mehrere im Haus. Nicht bloß die Familie Knaurer, sondern da war er noch Zwillings und Windisch damals noch. Und die Kinder, die sind natürlich nicht in den Luftschutzkeller, wenn Fliegeralarm war, sondern die sind alle aufs Dach oder in den Speicher. Und da haben wir so in den Dachluchen ausgeguckt und da konnten wir genau verfolgen, wie sie fast, kann man sagen, nächtlich 44 dann Mannheim bombardiert habe. Mhm. Erst haben sie mal die Christbäume hingestellt und danach, also das war so Phosphorbeleuchtung, gell, und damit die auch was sehen könnte, wo sie ihr Zeug abladen müssen. Und wir haben es dann gehört und haben es also am nächsten Tag erfahren, was wieder passiert war. Zum Glück in Heidelberg, wenn da mal eine Bombe runter ist, dann war es immer nur ein Notabwurf. Mhm. Das heißt, wenn in der Stadt was runter ist, dass ich den Güterbahnhof auch mal bombardiert habe. Das war nicht der Fall, aber sie haben zeitweise mal auch so einen Güterzug auseinandergenommen, beziehungsweise auf Kesselwagen abgesehen gehabt. Ja, also in der Geisbergstraße, wo dann früher die BG Chemie war, da ist eine Bombe runter, das Haus war total kaputt, wurde dann neu aufgebaut und dann hat die BG Chemie ihren Standort drin gehabt. Auch in der Bahnhofstraße sind Bomben runter. Da ist heute ein Möbelgeschäft drin, wo das Haus kaputt war. Und in der Mittermeierstraße ist eine runter, Ecke Mittermeier, Ecke Alte Bergheimer Straße, Alte Eppelheimer Straße. Da ist auch eine runter. Ansonsten und zum Ende des Krieges haben die Jabos, dann da unten, wo heute Mercedes ist, haben die Schiene bombardiert. Und die sind dann innerhalb von 1-2 Tagen wurden die repariert und dann konnten die Züge wieder rollen. Es war dann so, zum Ende 1944 sind ja die Engländer und die Amis bei Tag geflogen und es hat dann 3 Stunden gebrummt, weil die den Königstuhl als Ziel angeflogen haben und haben dann dort gedreht und sind dann nach Mannheim abgeflogen. Und abends, wenn man dann auf den Speicher ging und hat zum Dachfenster rausgeguckt, war der Himmel ganz rot, so hat es da unten gebrannt. Und die Feuerwehrleute haben dann Wassergassen gebildet, damit die Leute fliehen konnten aus diesen brennenden Häusern. Und ganz schlimm war es in der Neckarstadt, weil dort war Holzpflaster auf den Straßen und es war mit Teer ausgegossen. Und wenn da Phosphorbomben gefallen sind, dann hat es natürlich fürchterlich gebrannt. Und das war eine ganz schlimme Zeit für uns alle eigentlich vom Empfinden her. Man hatte ja auch in einer gewissen Weise Angst, obwohl in Heidelberg, man wusste das aufgrund der Abwürfe von den Flugblättern, dass sie Heidelberg verschonen werden, aber eine gewisse Angst war trotzdem vorhanden. Ja, wenn ich mich recht erinnere, war das 1942 und auf dem Schulweg vom Lindenweg oder Heinrich-Fuchs-Straße, je nachdem wie wir gelaufen sind, über den Marktplatz, da haben wir, also mein Schulfreund aus der Heinrich-Fuchs-Straße, diese Flugblätter gesammelt. Habe sie in den Schulranzen gesteckt und als wir in der Schule ankamen, wussten die schon Bescheid. Die Lehrer haben uns dann gleich aufgefordert, wer hat denn heute Flugblätter gesammelt, unsere
Freunde, haben sie gesagt, nicht Feinde, sondern unsere Freunde haben Flugblätter abgeworfen. Und natürlich wir Pimpfe als Schulanfänger, damals zweite Klasse, wir haben natürlich den Finger gestreckt, der Lehrer, ich weiß was, so, wo hast denn du das Zeug? Und im Schulranzen. Also habe ich das alles eingesammelt und habe das sofort eingestampft. Und so war, wie ich da sitze, haben wir diese Flugblätter im Schulranzen mehrfach gehabt. Nur ist mir heute unerklärlich, warum selbst im Heidelberger Stadtarchiv oder sonst irgendwo noch ein Flugblatt vorhanden sein soll. Nicht mehr vorhanden sein soll. Ja, bei mir war es so, dass mein Vater in Mannheim arbeiten musste, weil er nicht beim Militär war. Da war ein Polizeipräsidium und ist dann im Keller umgekommen. Das ist eine Luftmine in das Haus rein und hat ist er rausgeflogen, war tot. Er war kein Soldat, er war nicht kämpfend, sondern nein, er hat, Zivilist, musste aber von der Regierung aus in Mannheim Polizeipräsidium Dienst machen. Mein Vater war Anwalt. Mhm. Wie hast du das erlebt als Kind? Ja, gut, wir haben das mit dem Fliegerangriff haben wir auch erlebt, wie der Gust schon erzählt hat. Wir haben auch oben runter geguckt vom Speicher und haben das alles gesehen, die brennende Mannheim, die Kirchbäume, die sie aufgestellt haben, das haben wir auch alles gesehen, also das ist klar. Mhm. Aber den Keller sind wir nicht so arg gerannt, muss ich sagen. Wir haben keine Angst gehabt. Ihr habt ja einen Schutzkeller gehabt? Nein, beim Pfarrer drüben, im Pfarrhaus, da war unten drin ein großer Schutzkeller. Das ganze Oberdorf, also alles, was um die Kirche gewohnt hat, ist da reingegangen. Mhm. Sie haben probiert, Schutzkeller zu bauen, zwar in den Berg rein, aber das war zu viel lehmhaltig und konnte es da nicht, nichts funktioniert. Okay, jetzt haben wir noch einen Zeitzeuge, der sicher auch den Krieg erlebt hat. Wie war es bei Ihnen? Der hat den Krieg als Soldat erlebt. Und wo? Überall, also aus Afrika, Russland, Dänemark, Ungarn, Ardennenoffensive. Und wann sind Sie wieder zurückgekommen nach Rohrbach? Ich bin zurückgekommen 1945, ziemlich früh. Ohne Gefangenschaft. Ich war bei so einer Spezialtruppe und muss sehen, dass ich so zu Heim gekommen bin. Denn nach Haus geschlichen? Ja, denn ich war 1944 in der Ardennen in Gefangenschaft und sind da geflohen, waren aber vorher zum Tod verurteilt. Oh. Wir waren, ich sage ja, war so eine Sondereinheit. Wir haben Funkverkehr hinter der Front, hinter der englischen Front, rüberführen müssen nach die deutsche Stellung. Mhm. Ich war zwar kein Funker und so weiter, sondern ich war Fahrer und war Kommandant vom Panzer. Ich will sagen, ich bin zurückgekommen durch das, dass ich Dialektspruch habe. Also unser Spruch hier, Rohrbacherisch oder Heidelberger, ich muss es nicht mehr wieder. Und da war ein bei der Vernehmung, gefragt wurde, wo kommen Sie her, das und jenes. Und dann habe ich gesagt, von Heidelberg. Und dann stand da ein Hauptmann auf und hat gesagt, wo Heidelberg? Wo? Und dann habe ich gesagt, Rohrbach. Und dann habe ich gesagt, da war ich als Student in Rohrbach von der Tannstraße. Und ich habe da mal zu netten da von der Tannstraße gewohnt, von dem Abgesehen, bei Familie Bilfinger. Und die Bilfinger Söhne, die waren mit mir in der Hitlerjugend damals. Mhm. Und da hat man sich gut gekannt, da hat die Eltern und so. Und wir waren 17 Leute ursprünglich, die gefangen waren. Und immer vier Stück in so ein, es war ein Riesenhaus in Bastogne, also in Belgien. Und da kam dann hin und her abends, wir hätten zwei Tage später wahrscheinlich wieder mehr Schüsse worden. Und dann kam der und hat gesagt, wir waren zu viert in dem Zeller da. Und sagt dann, also die Tür ist auf heute Nacht. Nur aufgrund wahrscheinlich, dass wir also Heidelberger waren. Das waren Amerikaner oder was war das? Amerikaner. Mhm. Und wir sind dann nachts abgegangen, zu zwei Zimmertüren gekommen. Meine anderen zwei Kumpels, die haben sich unterwegs halt noch erwischt und so. Also sind tot. Tot. Und die anderen sind auch tot. Ich habe ursprünglich gelernt im Unverdienstverlag Winter. Und das war ein Freund zu meinem Vater. Und deswegen bin ich an für sich als Lehrling dahin gekommen. Und da habe ich wieder dann angefangen, also nach dem Krieg bei denen. Und der Winter selber ist gefallen. Und da war dann, wie haben die sich genannt? So, die sind eingesetzt worden. Und die Verlag Winter, Verlagendruckerei Winter war ein sogenannter nationalsozialistischer Musterbetrieb. Oh. Und ich war nicht entnazifiziert.
und habe dann da gearbeitet. Wenn ich heute muss dann denken, habe ich im Monat 104 Mark, hätte ich gesagt, Euro gekriegt, weil ich nicht nazifiziert war. Und ich habe direkt nach dem Krieg ein Auto gehabt, das war versteckt drüber in der Pfalz bei Speyer. Und mein Schwiegervater, der war Polizeidirektor, Polizeirat hier in Heidelberg, der hat mir dann oder uns Papiere verschafft, dass wir das Auto darüber haben schaffen können. Und so ging das dann weiter. Also vieles ist also unter der Hand gelaufen. So, ja. Unter der Hand alles miteinander. Ja. Also die Schulzeit war an für sich schon eine angenehme Zeit, muss ich sagen. Aber auch von der Lehrer. Auch von der Lehrer. Aber die waren sehr unterschiedlich. Wir hatten noch so alte Barrasköpfe und dann hatten wir ja einen Rektor, der nur in der braunen Uniform rummarschiert ist mit seinem Schulterriemen und seiner Hakenkreuzbinde, gell, das war der Link. Und dann hatten wir auch noch sehr strenge Lehrer im Rechle, sage ich einmal so, oder man sagt es schön hochdeutsch, Rechnen. Das war der Lehrer Mellert und das war wirklich ein sehr cholerischer Mann. Also der Herr konnte zunächst einmal die schwachen Schüler, die immer in der vorderen Reihe saßen, und da gibt es in Rohrbach, da sind noch einige am Leben, da hat er noch gar nicht gefragt oder hat die überhaupt noch nichts gefragt, sondern da hat sie gleich rausgewinkt und hat dann nochmal 6 auf die Pfote gegeben. Und die haben noch gar nichts angestellt gehabt. Zur Vorbeugung, oder was? Die haben noch gar nichts angestellt gehabt, gell? Und dann hatte der einen Rohrstock, der war einen guten Meter lang und immer einen, ich würde sagen, so einen beigen Mantel an. Und da hat er den Rohrstock über die Schulter gezogen, bis hin runter, und dann hat er mal durchgeschlagen. Und einmal hatte ich das Glück, oder Pech, wenn man es nicht will, weil ich geschwätzt habe, hat er mich rausgerufen und da habe ich dann je 3 auf die linke und je 3 auf die rechte Hand gekriegt da. Und nachmittags um 1 rum komme ich heim zum Mittagessen und sitze ich am Tisch und da sagt meine Mutter, ja was ist, willst du nicht essen? Kannst du, willst oder willst, schmeckt dir die Suppe nicht? Aber ich sage, Mutter, ich kann den Löffel nicht halten. Ja, was waren? Sag ich, ich habe von Melato 6 Tatze auf die Pfote gekriegt. Und da war die ganze Hand eingeschwollen, gell? Ich konnte nicht mal einen Löffel, nicht mal mittags. Ja, dann hat aber den Lehrer Stichling, oh, war Stichling, so schon im Namen noch, auch ein Stichling. Und, aber er war trotzdem noch angenehm und dann hatten wir den Lehrer Eggert, der auch lange Jahre noch Organist in der evangelischen Kirche war. Da waren wir noch im alten Schulhaus drüber mit ihm. Und da musste man immer singen und er hat immer Geige gespielt. Und einmal hat er einmal durchgedreht und hat ihm einen Geigebogen auf den Kopf zusammengeschlagen. Also war schon ein bisschen härter die. Ja, und das und 44 war es dann noch einmal. Das war, ich bin ja 44 habe ich gewechselt, aber ich war an Ostern zu Adolfs Geburtstag ja noch in der Eichendorf, damals Volksschule. Und da mussten wir um das Denkmal, um das Kriegerdenkmal, das heute auf dem Friedhof steht, ja, mussten wir also antreten zu Führers Geburtstag. Und da durften wir natürlich das Deutschlandlied singen und dann die Fahne hoch. Und als die Fahne hochging, war mir der Arm wild geworden und dann ist der Vordermann auf die Schulter gefallen da. Und dann krieg ich vom Otto Geiger, von dem Lehrer von hinten eine Ohrfeige, dass der Kopf dreimal im Kreis rum ist. Ich jetzt sage, dass du dreimal im Kreis rum bist. Das war die Strafe, weil ich die Hand vorne aufgelegt hatte, gell? Unseren Link, den haben sie dann nach 45 gleich entnazifiziert und hat aber auch nicht mehr lange gelebt. Und der Millert ist noch vor Kriegsende gestorben. Der hat das Kriegsende nicht erlebt. Ja. Er war auch nicht mehr der Jüngste, aber ich weiß, kann nicht sagen, wie alt er war, als er gestorben ist. Aber jetzt mal vielleicht erst an dich, an die Renate, die Frage, wie hat man, und auch an Klaus, wie hat man damals die Strafe erlebt, wenn das jetzt, sagen wir mal, so viel härter war als heute? Ist man da jetzt lange mit rumgelaufen, hat sich gequält und gesagt,
Am liebsten müsste man Anzeige oder was weiß ich, was heute im Lehrer alles drohen kann. Nein, ja. Wir haben es ja zu Hause auch gekriegt. Da haben die Eltern auch drauf gehauen, es haben nicht bloß die Lehrer drauf gehauen. Mhm. So was nicht. Ich kann mich erinnern, ich habe es Fräulein Koch damals gehabt in der ersten Klasse und dann haben wir mit Griffel noch geschrieben. Mhm. Und es war kein Holzstifte, sondern es war einfach, Schiefer. Und das mit den Griffel haben wir auf Schiefertafel geschrieben. Und die musste morgens ganz spitz sein, die musste man zu Hause spitzen. Und dann, die war bei mir halt meistens stumpf und dann hat sie immer oben drauf gelangt. Und wehe, sie war nicht gespitzt, dann hat man sie gekriegt. Und dann habe ich gedacht, ja, gebe ich. Und habe sie das nächste Mal ganz, ganz arg gespitzt, fast so dünn wie eine Nadel vorne. Und hat sie drauf gelangt und habe ich so gestupst von unten und habe sie wieder gekriegt. Aber das war mal Rache. Ja, aber du hast jetzt nicht lange drüber nachgedacht. Nein. Ich habe da keine Probleme mit gehabt. Okay. So viel habe ich da auch nicht gekriegt, muss ich sagen. Ja, man muss also einsehen, die Klassen waren ja viel, viel größer wie heute. Mhm. Wir waren 43 Schüler und da war Disziplin, war groß geschrieben. Und wer halt nicht pariert hat, ich habe da auch dazu gehört, ich habe halt immer das gekriegt und auch mal auf der Hinteren. Ich muss schon sagen, ich bin einmal heimgekommen und habe zu meiner Mutter gesagt, ich habe das gekriegt. Und hat sie gesagt, der habe da auch gekehrt. Und dann habe ich nie mehr was dazu gesagt, denn ich habe ja keine Unterstützung gekriegt, im Gegenteil. Nur einmal wusste ich morgens, bevor ich in die Schule ging, dass ich nachsitzen muss. Und dann hat sie gesagt, und warum musst du nachsitzen? Aber ich sagte, weil ich meinen Klassenkamerad Hans Redinger gestern verhauen habe. Und das ist der Lieblingsschüler unserer Lehrerin. Und wie es kam, er hat eine Tüte Zwetschgen mitgebracht und hat ihr gesagt, dass ich ihn vermöbelt habe. Und dann hat sie gleich gesagt, und du musst heute Mittag nachsitzen. Und dann kam meine Mutter wutentbrannt. Und ich musste keine 10 Minuten nachsitzen, nur habe ich dann, also die hat mir das sehr, sehr nachgetragen und ich musste das dann schon büßen während der Zeit, wo ich bei der Lehrerin war. Mhm. Aber es war selbstverständlich, man wusste ja gar nicht anders, dass man Prügel gekriegt hat in der Schule und zu Hause natürlich auch. Das, was heute abläuft, also ich habe da nicht immer großes Verständnis dafür. Mhm. Denn die Kinder versuchen ja immer an die Grenze zu gehen und es wäre also schon gut, wenn die Lehrer auch die Möglichkeit hätten, da irgendwelche Strafen anzubringen, aber das ist heute halt leider nicht mehr möglich. Also mein Vater war also auch schon sehr streng in seiner Erziehung und in seiner Art, sich uns gegenüber zu verhalten. Und er wusste auch, wenn wir was angestellt haben, dann hat es dann auch gehört. Da hat es also gar nichts, war gar keine große Rede. Aber ich weiß von vielen anderen auch, die daheim, wie der Klaus schon erzählt hat, heimgekommen sind, heute habe ich gekriegt und nach Frau Baumhorschen gekriegt. Warum und da haben die Eltern gesagt, na, hat er es auch gehört. Ja. Hat er es auch gehört. Gell? Also. Die erste Ohrfeige, die ich gekriegt habe, haben wir gehabt, einen Lehrer Stichling. Bei dem haben wir singen gehabt, in der Eichendorfhalle, im Klavier. Und ich konnte nicht singen. Und hin und her, da habe ich was singen müssen. Und dann hat sie mir gesagt, Wagner, du unmusikalischer Misthaufen. Oder Willi, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Und hat mir ein Ohrfeige gegeben, also dass ich umgefallen bin. Halt. Und ich bin zur Turnhalle rausgerannt. Und zufällig war meine Mutter nebendran, war oben Schreinerei, hat ihr Schneiderin gewohnt. Und da ist sie gerade rausgekommen. Und hat gesagt, was, Schatz, ich habe von Lehrer Stichlinge Ohrfeige gekriegt, dass ich umgefallen bin. Und meine Mutter, die war ein bisschen karuschiert. Die ist dort klein, die war zu dem Stichling. Man sieht mein Buh noch einmal Ohrfeige und fließt sie durch die Scheiben zu Turnhalle. Oh, dort hat die Buh alle miteinander gebrüllt. Gell. Bei dem habe ich es also, was ich so gut gesagt habe, den Rest von der Schulzeit. Ja, und dann, ach Gott, ja, der Lehrer Brecht, das war unser Rektor bei uns. Mhm. Und ich war früh bei der Hitlerjugend beim Buch. Ja. Und bin ich wohl in die Schule gegangen, habe Uniform angehabt. Mhm, ja. Und der hat mich gesehen, hat er mich nach Hause geschickt, also ich muss was anderes anziehen. Und das war kurz vor der Wende, also wie Hitler gekommen ist. Ja. 8 Tage später hat er mich gerufen, sein Ding, also sollte es ja auch niemand sagen, dass er mich hingeschickt hat. Wegen. Dann haben wir so einen Ersatzlehrer gehabt, der war kleiner wie ich. Niggermann hieß der, weiß ich noch wie heute. Und das war, da bin ich in der Schulbank gesessen und ich weiß nicht mehr warum, auf alle Fälle hat er mir eine anständige Ohrfeige gegeben, dann ist dem seine Uhr weggeflogen. Und der gute Adur, der hat dann was gesagt und
ist dann her, man sagt, ah, du, guck, und der sieht, dass die Uhr da liegt und drauf. Und die ist ganz Schulklasse hat natürlich nachsitzen müssen. Aber sonst habe ich an verschiedenen Schulen nichts weiter gekriegt. Und zu Hause, mein Vater praktisch nie. Gut, ich war der einzige Kind zu Hause, gell? Und da bin ich halt doch ein bisschen mehr verwöhnt worden. Auf meine Mutter, da hat es schon einmal eine gelangt. Gell? So ist es. Wie war das nach dem Krieg direkt? Ja, ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich also im Sommer 1944 nach Heidelberg gewechselt bin. Damals in die Kettengasse, ins Helmholtz-Gymnasium. Und von 1944, ich möchte sagen November, ab war so gut wie keine Schule mehr. Da ist es so langsam ausgelaufen. Und ab 1945 war so gut wie gar keine Schule mehr. Es waren wir alle Sechstaner, wir waren damals 3 Sechsterklassen. Und dann als 1946 im Frühjahr die Schule wieder anfangen durften, waren wir aber immer noch oder schon wieder in der Sechster oder immer noch in der Sechster. Und dann kamen zwei jüngere Jahrgänge auch dazu. Dann waren wir damals Anfang 1946 6 Sechsten. Also 3 Ältere aus 1944 und 3 aus 1946, 3 Jüngere. Und natürlich, das war dann insofern ganz einfach, wenn die Jüngere die Goschow gemacht haben und haben uns da irgendwas vorhalten wollen oder sagen müssen, dann haben die Ohrfeige gekriegt von uns. Nicht wahr? Die haben wir gleich zur Raison gebracht. Die Ältere erzählen die Jüngere. Jawohl, ja. Genau so ist es jetzt schon. Und die Lehrer da am Helmholtz-Gymnasium, die waren natürlich auch sehr streng, muss ich schon sagen. Und, die haben nicht drauf gewesen, oder? Aber, nee, die haben dann, die haben nicht mehr. Nee, da haben wir ein Erlebnis noch und das war das war dann 1946, als wir wieder anfangen durften. Da hatten wir eine Lehrerin Schmidt, die hat uns in Deutsch und Geschichte unterrichtet und wir waren im dritten Stock in der Kettengasse. Das ist so ein altes Jesuitenkloster gewesen. Ne? Und unser Zimmer ging zum Schulhof runter und weil wir die Frau Schmidt irgendwann mal ärgern wollten, das haben wir dann auch gemacht, schleppte doch einer aus dem Schulhof einen Wackerstein ins Schulzimmer. Ich war ziemlich hingesessen. Und dann haben wir mit einem Strick, in der Mitte waren 3 Bankreihen, in der Mitte hatten wir dann einen Strick und haben da hinten in der letzten Bank diesen Wackerstein angebunden. Und jetzt natürlich, irgendwann ging es dann los, habe die mal vorne gezogen, wenn die Schmidt da gerade was erzählt hat, hat sie wumm. Das ging dann ein paar Mal. Wie sie dann gemerkt hat, ich sehe sie heute noch kommen und guckt da unter die Bank und da sieht sie doch den Wackerstein da an der Schnur. Und dann hat sie natürlich getobt. Bis die wieder vorne war, hatte mir den Stein, also aus der Schnur, habe den aufgebunden und drüber war das Fenster auf und schmeiße den vom dritten Stock in den Schulhof. Wenn einer ohne vorbeigelaufen wäre, den hätte es Maus durchgeschlagen. Und da hatte man noch einen Lehrer Reiser, der hat es dann spät gekriegt, der hat eine Kriegsverletzung. Und dann hatten wir dann, der hat es natürlich auch mitgekriegt. Und dann hat er natürlich uns da mal gewaltig ausgeschimpft, es ist nichts weiter passiert. Aber wer, wenn sowas noch einmal vorkommt? Zunächst einmal war so, dass es in dieser Zeit viele Freundschaften gab und man hat sich gegenseitig über die Runden geholfen. Freundschaften, wie wir sie uns heute fast nicht mehr vorstellen konnten. Es ist schade, dass dies alles verloren gegangen ist. Weil es war jeder eigentlich auf den anderen angewiesen und man konnte ohne Hilfe von den anderen einfach nicht überleben. Die Bewirtschaftung war ja so, dass erst 1953 es keine Lebensmittelmarken mehr gab. Vorher konnte man nur über Lebensmittelmarken die Lebensmittel einkaufen. Da gab es ein Achtel Butter für ein Kind
oder Mehl und Fleisch. Fleisch gab es ja nur sonntags und zwar eine kleine Portion. Wir waren eine dreiköpfige Familie. Es hat als Grad für eine gute Soße gelangt, aber viel Fleisch war da nie mehr. Genauso war es mit Obst und Gemüse. Wenn man keine Verbindung hatte zu Bauern, war man sehr, sehr schlecht dran. Wir hatten eine Familie Spieß in Kirchheim, die haben uns über den Krieg und aber auch sehr gut über die Nachkriegszeit gebracht. Als ich die ersten Bananen gesehen habe, da habe ich meine Mutter gefragt, was sind denn das für krumme Dinger? Genauso war es mit den Orangen. Da hatten wir ein paar Mitschüler, die sind auf die Müllkübe gegangen, wo die Amis LKW-weiß die Kisten abgeladen haben, weil die Orangen verfault waren. Aber dazwischen war immer mal wieder eine, die noch gut war. Ich war da nur einmal und bin da nicht mehr hingegangen. Also da in solchen Kisten rumzuwühlen, um da eine Orange rauszufischen, das habe ich also mit Sicherheit nicht gemacht. Aber es war eine Zeit, man war auf die gegenseitige Hilfe angewiesen und wenn das nicht klappte, dann war das sehr schlecht. Ich erinnere mich auch sehr gut daran, dass wir ein Schwein mit jemand zusammen schwarz aufgezogen haben und das war ein Eber. Und dieser Eber wurde zu spät verschnitten und dann hat das Fleisch fürchterlich geschmeckt. Also ich habe es nicht gegessen. Mein Vater hat es gegessen, aber meine Mutter und ich, wir haben es nicht gegessen. Also ein unverschnittener Eber zu essen, von dem Fleisch zu essen, das ist also schon eine Zumutung. Aber alle solche Dinge hat man gemacht, denn man musste ja abgeben. Ich weiß auch, wer Hühner hatte, musste einen Teil der Eier abgeben. Meine Oma hatte einen Weinberg, die musste Wein abgeben. Und dann hat sie in einem Jahr, sie hat dann immer, wenn die Trauben gepresst waren, noch einmal eingeweicht und hat dann sogenannten Nachdruck gemacht. Und dann hat sie immer den Nachdruck abgegeben. Und einmal hat sie die Fässer verwechselt und dann hat sie den guten Wein abgegeben und musste den Nachdruck selber trinken. Das war kein gutes Jahr. Ja. Jetzt haben wir dann Nachkrieg und haben wir natürlich, da waren wir nicht mehr allein hier, und sondern haben die Besatzungsmacht mitgekriegt, die Amerikaner. Die haben ja dann auch Häuser requiriert und dort sich installiert. Neben dem kamen ja noch die Flüchtlinge dann dazu. Wie hat es mit der Wohnungsnot ausgesehen? Guck nochmal selber. Die Wohnungsnot war sehr groß. Wir haben ein Haus mit 13 Zimmern bewohnt, meine Familie. Und zum Schluss hatten wir noch 2 Zimmer für uns. Wir hatten Flüchtlinge, wir haben Ausgebombte von Mannheim. Wir hatten ringsherum die Leute, die aus der Wohnung raus mussten, weil die Amerikaner die Wohnung beschlagnahmt hatten. Hatten wir auch 2 Familien. Wir waren dicht. Mhm. Wir waren ja zum Schluss 13 Kinder im Haus. Also es war Wahnsinn. Mhm. Na gut, für die Kinder. Es war für uns war es sehr schön. Für die Kinder? Wir haben auch so ein kleines Häuschen nebendran gehabt. Da haben wir Hühner und Hase und Schweine gehabt. Also, dann haben wir einen großen Garten, da haben wir alles angebaut und wir haben alles gehabt. Mhm. Ja. Obwohl mein Vater nicht gelebt hat, der war ja schon tot, er ist umgekommen. Aber Hunger musste mir nie. Gut, wie hast du das erlebt nach dem Krieg? Wohnungsnot war bei euch auch? Sowas wie oh ja, bei uns im Elternhaus ist also eben durch die Flüchtlingsnot und durch die Ausgewiesenen wurden uns natürlich auch Leute zugewiesen, gell? Und die Familie Runter damals, die Familie Bauer, die dann später in der Victoriastraße ein Haus gekauft hat, die hatten 2 Zimmer, die mussten 1 abgeben, das ging dann in den Flur, auf den Hausflur, und hatten die zu viert in einem Zimmer gelebt. Mindestens 2 Jahre, gell? Ja. Und die Bauers, die hatten keine Kinder, waren wohl er und sie. Die sind mit ihrer Küche und ihrem eigentlichen einen Schlafzimmer, sage ich mal, Schlafwohnzimmer ausgekommen. Man hat sich ja damals ja mehr in der Küche aufgehalten. Mhm. Da war ja Wohnzimmer an für sich ein Fremdwort. Gell? Mhm. Das Vorzeigezimmer. Ja. Das haben wir gar nicht mehr gehabt. Dann. Und wie gesagt, das war auch bei uns der Fall. Die haben überall rumgeguckt, wo man die Familien wohnten, die vielleicht 1 oder 2 Zimmer zu viel hatten nach der Bemessung, und die mussten dann was abgeben oder dazu nehmen oder reinnehmen. Klaus, du hast erzählt von Amerikanern, die besonders so
Interesse hatte an Häusern, die beheizt waren? Also die Amerikaner haben in erster Linie danach geguckt, dass die Häuser, die Heizungen hatten, die wurden beschlagnahmt. Sehr schnell hat sich das natürlich rumgesprochen und dann haben die Hausbesitzer, die Heizungen in ihren Häusern hatten, die Heizkörper abmontiert und die Heizkessel im Keller zugebaut mit Holz, damit man die nicht gesehen hat. Aber trotzdem, die Görresstraße, die Panoramastraße, die Häuser, die damals dort standen, waren alle beschlagnahmt. In der Rohrbacher Straße und in der Karlsruher Straße waren die großen Häuser, die da stehen, die da damals schon standen, wurden alle beschlagnahmt. Es war schlimm und sie kamen dann, als die Amisiedlungen gebaut wurden in der Römerstraße, kamen sie morgens um 9 Uhr in die Gärtnereien, da unten waren überall Gärtnereien angesiedelt. Um 9 Uhr kamen sie und haben den Leuten gesagt, um 1 Uhr kommen wir und schieben eure Häuser um. Und die Leute mussten innerhalb kürzester Zeit ihre Häuser räumen und retten, was zu retten war, um dem Begehren der Amis nachzukommen. Es war eine ungute Zeit damals, das war 1950, als diese Siedlungen da unten gebaut wurden. Ich muss allerdings dazu sagen, es wurde dort sehr solide gebaut. Die haben alles mit Backsteinen gebaut und mit frisch gelöschtem Kalk. Sowas kennt man heute gar nicht mehr. Der wurde mit heißem Mörtel vermauert. Also das sind... und gemauert wurde mit heißem Mörtel, zum Beispiel auch in den Burgen und in den Schlössern aufs Heidelberger Schloss, wurde mit heißem Mörtel vermauert, deshalb hält das alles so lange. Und das wussten die ganz genau und haben also auch da mit heißem Mörtel gemauert. Und da ist ein Mann in diese Grube reingefallen, da hat man nichts mehr gefunden. Hat sich aufgelöst? Sofort aufgelöst. Wie war das mit den Bauern? Ja, zunächst einmal gerade noch ergänzend, wenn was jetzt der Klaus erzählt hat, die Saarstraße war ja die erste, die also die Eingangsstraße zu dem Hauptquartier war und heute noch ist, ja, die Saarstraße. Heute ist sie ja gesperrt, man kann es ja nicht mehr ganz durchfahren. Diese Häuser hat man zuerst beschlagnahmt und hat die Leute rausgejagt quasi. Und da war eine Familie Knelle auch, die haben dann das Glück gehabt, der Vater war Architekt, die haben dann oberhalb von der Markscheide, genau wenn man hochguckt, das Haus damals bauen dürfen. Und aber die Amerikaner haben das also beschlagnahmt bis in die 50er Jahre. Wie war das mit den Bauern? Und mit den Bauern, denen hat man dann gesagt, also hier wird eine amerikanische Wohnsiedlung gebaut, Römerstraße, Siekingenstraße, und ihr müsst das Gelände quasi zur Verfügung stellen. Und dann war 1952 regelrecht ein Bauernaufstand. Und soviel mir bekannt ist, wenn das noch stimmt, wenn es überhaupt stimmt, dass man 25 Pfennig für den Quadratmeter bekommen hat. Stimmt nicht. Man hat etwas mehr bekommen. Ja. Also Bekannte von uns haben 16 Mark damals gekriegt. 16 Mark. Und der hat gesagt, bisher hätten wir es gar nie verkaufen können. Ja. Und ja. Wie viel Rohrbacher Bauerhaus hat man uns auch gesund stoßen? Ja, noch dabei. Kann ich nicht sagen. Aber woanders Häuser gebaut. Also wir haben da auch einen Doppelacker gehabt. Aber was meine Mutter dafür gekriegt hat, das weiß ich nicht. Das kann ich am besten wieder nicht sagen. Aber es war ein Doppelacker, es war ein riesiges Grundstück. Wo? Deswegen neben Gärtnerei Hens. Die war in der Römerstraße. Also ein riesen Gelände, das war weg. Wir haben im Krieg haben wir da Kartoffeln angebaut für die ganze Familie, für die engere und weitere Familie. Und es war dann weg. Also die ganze Strecke von der Großdeutschlandkaserne damals, heute war also noch landwirtschaftlich genutztes Gelände, bis die Amerikaner diese Wohnsiedlungen da gebaut haben. Ja, okay. Klaus? Als das alles vermessen war und es wurden dann Holzpfähle in den Boden geschlagen, hat unser leider verblichener ehemaliger erster Vorsitzender Karl-Heinz Frauenfeld in der Nacht alle Holzpfähle wieder rausgerissen und hat die weggeworfen, sodass alles neu vermessen werden musste. Hat er mir mal persönlich erzählt, dass er da die ganze Nacht unterwegs war und hat diese ganzen Markierungen der Vermesser alles rausgerissen. Ja. So ein kleiner Protest. Ja, oder ein gutes Werk. Oder gutes Werk. Und wie war das Verhältnis von den Deutschen zu den Amerikanern in den 50er Jahren, so am Anfang? Distanziert. Distanziert, reserviert. Ja. Also wir sind mit denen gar nicht in Kontakt gekommen und die nicht mit uns.
Mhm. Erst später hat sich das etwas gelockert, nachdem Patrick Henry Village gebaut war und wir auch im Verein, im Turnerbund, noch amerikanische Mädchen bekamen zum Turnen. Ja, ja, das war dann doch ein besseres Verhältnis und es gibt noch eine Familie, die Rosa Corell, die ist ja heute noch bei uns im Verein und deren Vater war Zivilangestellter bei der Amerikaner hier in der Campbell Barracks. Und die wohnen jetzt in Nussloch, also ich muss sagen, da hatten wir dann doch ein gutes Verhältnis. Mhm. Aber das hat sich dann wieder gelegt mit diesem 11.09.01. Also es war so, alle jungen Frauen, die sich mit der Amis abgegeben haben, die hat man dann als Ami-Hure bezeichnet. Und es gab genügend Männer, die dann gesagt haben, wann halt die Ami nicht mehr da sind und dann scheren wir die kahl, damit jeder sieht, dass die sich mit der Ami abgegeben hat. Aber die sind inzwischen schon alt. Ja, also es gibt ja viele, die dann Karriere gemacht haben, beziehungsweise die mit Amerikanern dann nach Amerika gegangen sind. Manche haben ihr großes Glück gefunden, es gab aber auch andere, die dann dort nur Pachtäcker angetroffen haben und nicht dieses große versprochene Vermögen. Mhm. Ja, also es war nicht immer alles so, wie es hier dargestellt war. Amerika war ganz weit, viel weiter wie heute. Da ist man noch mit dem Schiff rübergefahren, nicht geflogen in 7 Stunden. Ich kann mich auch noch erinnern, dass die Amerikaner Hausdurchsuchungen gemacht haben. Ja. Ich habe alles durchsucht. Die kamen zu uns und habe alle Schublade, alles aufgemacht, überguckt, habe nach Waffe gesucht. Und meine Mutter hat so ein kleines Revolver in ihrem Schreibtisch drin gehabt. Und dann habe die das angeguckt, um Gottes Willen, habe es rausgenommen und meine Mutter hat dann gelacht. Und dann habe die ganz entsetzt geguckt und hat es dann erklärt. Das war das zum Füller, war das so ein kleiner Revolver, wie sie das kapiert haben. Fast Spielzeug. Ja. Da war die also ganz wild drauf. Wie die Amerikaner gekommen sind, war ich dann zu Hause. Ja, klar. Und die haben unsere Wohnung besetzt total. Und da habe ich natürlich von mir Orte und Ehrezeichen. Und von meiner Mutter, ich hatte so Rotkreuz, Frauenschaftsbrust gehabt und so ein Kram. Und von meinem Vater war Eisernes Kreuz und sowas da. Und vor allen Dingen waren zwei Pistole da, die ich schon mal zu Hause gehabt, also von mir schon mal auf die Seite gebracht habe, würde man so sagen. Und wie sie das gesehen haben, dann war natürlich Mords Theater. Dann habe ich meine Mutter erst einmal mitgenommen und habe sie aber abends wieder laufen lassen. Und drunter im Rathaus ist sie irgendwie verhört worden. Und war natürlich Mords. Und dann habe ich unser Wohnzimmer dir ganz tief Nazi geschnitten gehabt. Und ansonsten, ich habe dann später gut mit den Amerikanern ein bisschen Geschäfte gemacht. Mhm. Und zwar, ich hatte dort schon ein kleines Auto, das ist ein DKW, so mit Holzkarosserie noch, F7. Und das müssen wir heute noch haben. Der Benzin gegen Schnaps. Und Schnaps haben wir gehabt. Und die Jutta war der Schlei, dann habe ich den gekriegt und der ein bisschen gekriegt und so, also war immer Theater. Und dann habe ich mal nachts im Ultimo gerufen, geschält, wollte Schnaps. Ich habe gesagt, ich habe keinen Schnaps. Und dann habe ich die Kerle mich in den Jeep gesetzt und habe mich für den Ehrenfriedhof, ich war im Schlafanzug, muss ich dazu sagen. War es Winter oder Sommer? Das war Sommer, ich war 45. Dann habe ich mich für den Ehrenfriedhof gefahren. Und da habe ich mich rausgeworfen, ich bin da hoch im Ehrenfriedhof gestanden, also in der Gegend dort noch, nicht der Friedhof war noch ganz so. Und bin dann bei Nacht und Nebel da durch den Wald hin runter. Ein paar Tage später, im Ochse hier drin, habe ich die kleine Kiste gehabt. Da hat es dann gebrannt.